Zum 90. Geburtstag verteilt Warner Bros. Selbst die Geschenke. Mit seiner Sammelbox von 50 Filmklassikern aus allen Jahrzehnten der Studiogeschichte kann sich das auch wirklich sehen lassen. Ob Filme von Stanley Kubrick oder Alfred Hitchcock, ob Komödie oder Drama, ob Der Zauberer von Oz von 1939 oder Matrix von 1999, die Box deckt alle Wünsche ab. Im schicken Pappschuber finden Sie die Filmsammlung in einem edlen Album sowie ein 32-seitiges zusätzliches Booklet. Alle 50 Filme sind Meisterwerke, die in einer gut sortierten Filmsammlung nicht fehlen sollten. Ob alte Klassiker oder neue Blockbuster, die Auswahl spiegelt die Geschichte des Hollywood-Studios sehr gut wider. Die Bild- und Tonqualität ist altersbedingt recht wechselhaft, der Publisher hat aus dem alten Material aber das Beste herausgeholt. Die neueren Filme sind natürlich auf dem Stand der Blu-ray-Technik. Die Qualität der Filmauswahl zeigt sich auch nicht zuletzt an den 13 Filmen, die als bester Film einen Oscar erhielten. Zusätzlich sind noch zwei Scheiben mit exklusiven Dokus über die Arbeit und das Leben bei Warner sowie das riesige Studiogelände enthalten. Das zusätzliche Booklet gibt Ihnen einen interessanten Einblick in den Verlauf der Studiogeschichte. Auf dem Zeitstrahl sind neben geschichtlichen Fakten auch Daten zum Studio und seinen Stars sowie zu den größten Filmen enthalten. Die Sammelbox liefert damit einen großen Fundus an Klassikern, die das Herz von Filmfans höher schlagen lassen. Mit einem Gesamtpreis von 250 Euro kostet sie jeder Film auch nur 5 Euro. Wer also gerade noch seine DVD-Sammlung auf Blu-ray umstellt oder wem noch ein paar alte Streifen fehlen, der kann hier beherzt zugreifen.